Ohne die Unterstützung der Fährtensucher wäre Michael Politzer in der Kalahari aufgeschmissen. Im Busch geht nichts ohne die Buschmänner. Unser Tracker Willy ist Buschmann. Und Buschmänner haben über Jahrhunderte und Jahrtausende eine unglaubliche Fähigkeit erlangt, die Natur zu lesen. Die bemerken kleine zerbrochene Zweige, wenn ein Tier humpelt, wann es hier lang gegangen ist und so weiter. Die haben Sinne entwickelt, die wir als Weiße quasi überhaupt nicht nachvollziehen können. Und Willy sitzt hier vorne auf unserem Land Rover ganz links und liest im Moment aus dem Buch der Natur und sagt uns, wo wir den Geparden finden. Das ist total faszinierend. Willy liest den Busch wie wir ein Buch. Wir haben Gepardenspuren gefunden und gehen davon aus, dass er irgendwo hier in den Büschen hängt. Aber wir wissen es noch nicht genau. Lass uns jetzt mal vorsichtig nähern. Da drüben, man sieht ihn da hinten. Direkt oben auf der Düne. Willy kennt das Resort wie kein anderer. Selbst den seltenen Geparden findet der Buschmann auf Anhieb. Ein tolles Erlebnis. Dieser Gepard, wie er hier in Ruhe liegt. Das hat selbst Politzer noch nicht erlebt. Und er ist immerhin einer der erfahrensten Naturfotografen weltweit. Wir sind jetzt hier keine 3 Meter mehr von einem nach wie vor wilden Geparden. Vermutlich ist der Gepard an Menschen gewöhnt. Anders ist diese Zutraulichkeit nicht zu erklären. Buschmann Willy glaubt sogar, dass das Tier früher einmal verletzt oder krank war und deshalb so wenig Scheu vor den Menschen hat, denn es wurde von Menschen gesund gepflegt. Politzer hat, genau wie der Gepard, alle Scheu abgelegt und ist im Fotografierwahn. Bei solchen Bildern vergisst man schnell, dass der Gepard eines der gefährlichsten Raubtiere der Welt ist. Dieses wunderschöne Tier. In dem letzten Licht. Die Sonne ist zwar schon untergegangen, aber so ein bisschen schönes Licht liegt noch auf dem Geparden. Das Tier scheint unruhig zu werden. Wir haben eine Kamera auf der Piste positioniert. Und tatsächlich, der Gepard ist neugierig und läuft nur wenige Zentimeter an unserem Objektiv vorbei. Also, wir haben hier gerade versucht, den Geparden gegen die Sonne zu fotografieren. Aber wie man sieht, macht er natürlich sein eigenes Programm und läuft eigentlich völlig ungestört von uns hier durch die Gegend. Und ich versuche immer mitzulaufen, parallel zur Sonne quasi, damit man so ein paar Sachen abbekommen kann. Also sowas zum Beispiel jetzt hier mal. Das haben wir gerade eben vor 3 Minuten gemacht, oder noch nicht mal 3 Minuten. Aber so das ganz tolle Foto habe ich noch nicht gekriegt. Ist schon toll, dass der so gar keine Furcht vor Menschen hat und wir ihm sogar zu Fuß einigermaßen nachfolgen können. Ein paar Fotos haben wir bekommen, aber muss ich jetzt mal diesen Sonnenuntergang angucken. Das ist aber auch gigantisch. Ich bin immer am glücklichsten, wenn ich in der Wildnis bin, wenn ich die Weite habe, die Weite der Kalahari hier. Und dann auch noch die Natur spüre, wie das Gewitter und den Regen. Und im Hintergrund, jetzt sieht man die Sonne untergehen, sensationell. Und da blitzt und donnert es. Das hat man schon das Gefühl, man ist ganz nah dran am Leben. Das war wieder ein klassischer Politzer-Tag. Erst führt ihn Willy zu dem Geparden. Dann ist das Tier auch noch unglaublich zutraulich. Und als Höhepunkt präsentiert sich die Natur so. Und Politzers Bildband
ist wieder um ein paar phänomenale Fotos reicher.